Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 3. Huch. Ja. Ich hatte keinen Safe State gemacht. Jo, in der ersten Folge haben wir uns schon mal einige Stages angucken dürfen. Leider haben wir davon noch nicht wirklich irgendjemand geschafft. Ja, ganz zum Schluss waren wir bei Topman. Bei jenem wollte ich jetzt eigentlich das Spiel laden, weil ich einmal gestorben bin und keinen Checkpoint hatte. Habe ich aber anscheinend so ein bisschen verkackt jetzt hier. Hatte ich nicht gespeichert. Okay, jetzt aber. Wie gesagt, der Safe State ist ja nur dafür da, dass... Ja, wenn ich keinen Checkpoint habe, bekommen habe, macht es ja nicht so wirklich Sinn, das Ganze dann mit einem Leben weniger zu machen. Also da könnt ihr mir das Leben, was ich eben verloren habe, ruhig dann mal geben, ne? Ja, der hat sehr, sehr viel Schaden genommen. Du bist Beyblade Man, schätzungsweise. Hast es aber nicht wirklich in die engen Kreise geschafft, was? Dementsprechend bist du jetzt leider ein fucking Zwischengegner. Gott, ey, Moment, komme ich da echt nicht ran? Nee. Das ist ja doof. Das mit dem Slide habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Also den muss man auch definitiv üben. Ah ja, du da. Dudi-dudi-dai. Haben wir nicht irgendwas Krasses? Ja, er nochmal, hä? Okay. Durch den Leck kann ich teilweise gar nicht schießen. Zwei Gegner auf dem Bildschirm, Spiel überfordert. Das scheint so, als wäre der Leck... nein. Als wäre der Leck wieder extremer geworden. Ich weiß ja nicht, auf welcher Konsole der dritte lief. Oh nein, genau, so weit war ich ja schon und wieder an derselben Stelle gestorben. Kann ja sein, dass der dritte Teil wie auf einer anderen Konsole war. Vielleicht auf der... auf derselben wie der... ach so, warte. Kann ich ja wieder laden. Wie der erste oder so? Naja, egal. Ich schätze, es liegt auch... größtenteils an der am Hintergrund, weil der ist ja sehr dynamisch. Ich würde mal sagen, ich versuche das jetzt noch mit ein, zwei Leben, je nachdem, ob ich jetzt einen Checkpoint erreiche oder nicht, und dann widmen wir uns mal wieder dem nächsten. Wie gesagt, ich brauche halt irgendeine Waffe, die den Fuskies mal ein wenig Schaden gibt, ein wenig mehr Schaden, als das mein normaler Blaster tut. Und dann nehme ich auch weniger Schaden und kann dann natürlich mehr mit dem Level per se machen. Oh Gott. Ah! Ich drücke ja, aber es leckt zu sehr. Leckt mich am Arsch, es leckt zu sehr. Aua. So, okay, es sieht doch schon mal etwas besser aus. Stück Katze. Gott. Dein Ernst jetzt? Wow. Wetten, jetzt kommt gleich noch eine Katze? Oh, Leerlauf. Faszinierend. Alter. Oh, ist das hier schon... Ja, ja, klar, ja, genau. Ja, nee, ganz ehrlich, fuck you. Nee, pff. Gott, so langsam wird's eng, Leute. Ich habe nur noch drei Champions, die mir helfen können. Drei Roboter-Champions, genau. Sind wir jetzt hier bei LOL oder was? Beleidige das Spiel mal nicht. So schwierig ist es nun auch nicht. Jiminy Man. Habe ich hier? Nee. Ich dachte, ich hätte vielleicht Weltraumphysik. Sieht ja so aus. Pinguine. Sind wir jetzt hier am Nordpol? Oder was? Der Südpol? Das habe ich mir immer noch nicht so wirklich gemerkt. Ob Eisbär oder Pinguin am Nord- bzw. am Südpol war. Oh Gott, ey. Es ist halt extrem viel los. Das ist schon heftig, Leute. Das ist echt heftig. Man kommt echt überhaupt nicht zur Ruhe. Kann das sein?
Vielleicht hätte ich den zweiten Mal auf normalen Anführungsstrichen spielen sollen, beziehungsweise auf hart. Das ist ja echt Wahnsinn. Nein, oh Gott. Und vor allem, ich habe wieder nicht gespeichert. Oh, das sagt mir irgendwas. Der ist ja, glaube ich, auch irgendwie wichtig, ne? Der ist irgendwie so ein Verbündeter und hat dann in späteren Teilen auch, glaube ich, noch irgendwas zu sagen. Oh, das Level kommt irgendwie bekannt vor. Vielleicht habe ich das mal in einem Speedrun gesehen vor 100 Jahren. Bei Rocket Beans. Machen die mir Schaden? Nee. Oh Gott, die Geister kommen natürlich wieder. Kommen die aus den Dingern da? Bin nicht sicher. Hallo? Nein! Greif mir doch an. Ich würde ja gerne an das Ding da oben ran. Geht das? Nee. Oh! Die hören jetzt hat. Die kommen echt aus den Dingern, ne? Fuck. Da komme ich nicht ran. Sind das denn Eier oder was? Wo bin ich hier? Was geschieht? Oh nein. Okay, so wenig. Nein, nein! Ich trotte so wenig wie möglich attackieren, würde ich sagen. Habe ich einen Speicherpunkt, Checkpoint? Ja, oder? Ernsthaft jetzt? Das ist der Anfang, oder? Wow. Okay, Spiel zurücksetzen. Wow, das ist echt, echt eine harte Nummer hier, Leute. Das geht so nicht. Ich glaube, das wird nichts mit den 8 Parts. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, wenn es nicht sogar noch länger dauert als Mega Man 2. Okay, speichern. Und dann, ja, keine Ahnung, was soll ich anders machen? Ich finde, da bei dieser neuen Szenerie hätten sie mir ruhig einen Checkpoint geben können. Ganz ehrlich. Das sah auch krass so danach aus. Also ich hätte schwören können, dass ich einen bekomme. Wie ist der Typ Proto-Man? Ich glaube, der hieß Proto-Man. Der einem da hilft. Ach, wenigstens kommt er nicht zurück. Gott, ja, dann halt nicht, leck mich doch. Alter. Alter. Ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass ich. Ja, wie gesagt, ich wurde verwöhnt vom zweiten Tag. Ich wollte gerade sagen, man kann nicht sagen, dass ich irgendwie nachgelassen habe oder so. Ich komme ja gerade vom God of War spielen. Das ist ja auch eine Nummer für sich. Ah, da hätte ich schon wieder dieses Leben holen können. Gut, ich meine, hier war ich jetzt auch ein Stück weit selber schuld. Weil umso mehr ich hier angreife, umso mehr Gegner kommen. Aber die können mir natürlich auch was liegen lassen, ne? Aber machen sie nicht wirklich gerne. Vor allem der Dash. Der Slide. Ich dachte den fucking Slide nicht vergessen, Mann. Okay, sind wir wieder hier. Immerhin. Oh, warte. Kann ich es mir hier eigentlich verbauen? Nee, oder? Mega Man kann schon so hoch springen. Das ist doch schon ein großer Junge. Der kann das. Ich hoffe, ich baue auf dich. Leben habe ich auch bekommen. Sehr, sehr gut. Hier vielleicht Checkpoint. Checkpoint, anyone, please. Warte, wenn ich da hochspringe. So. Sehr gut. Slide your way through. Oh, das sieht auch nach einer guten Checkpoint-Möglichkeit aus. Gott, Pinguin. 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 Stirb, dankeschön. Ah, natürlich kommt noch einer. Okay, einfach zwischendurch unten angreifen. Und dann passt das. Immer schön nachdenken. Aber ja, da kommen natürlich 538.932,52. Was? Kein Checkpoint! Wow! Wow! Okay, einmal versuche ich es noch. Und dann könnt ihr mich mal kreuzweise.
Das ist ein Witz. Jetzt mal ganz ehrlich. Mit jedem Schritt, den ich da unten getätigt habe, dachte ich mir zu 30% plus, yo, da ist jetzt aber, da ist es soweit. Was ist das für ein Level? What the fuck, ey. Und ich habe mich so gefragt, wieso die Leute bei Rocket Beans so meinten, dass der zweite Teil mit am beliebtesten ist. Ja, ich weiß warum, ich kann euch sagen warum. Weil der wahrscheinlich der einzige ist, der den einfachen Schwierigkeitsgrad hat. Und ja, wahrscheinlich der einfachste Teil überhaupt ist. Ich dachte mir halt so, ja gut, kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Ich muss erstmal die anderen spielen, aber what the fuck. Der hier ist definitiv nicht einfacher. Ey, wie kann das denn sein, dass die mir da keinen Checkpoint gegeben haben? Das ist doch ein Witz. Oh. Ich komme auf diesen Teil nicht klar. Das ist ein Witz, ey. Nicht falsch verstehen, ich habe Spaß, aber auch gleichzeitig so übertrieben Angst. Ja, ich habe noch 3 Level, Mann. 3 fucking Level. Es wird doch wohl irgendeines geben, welches ich schaffe. Ba-ba-ba-ba-ba. So, hier wieder hoch. Was sagt meine Uhr? Okay, 10 Minuten noch. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich angreifen. Egal, ich bin voll, passt schon. Mega Man 1 scheint doch der einzige Teil zu sein, der so ein Highscore-Board hat, ne? So, da konnte man ja auch immer Punkte einsammeln. Die scheint es nicht mehr zu geben. Das ist aber der zweite jetzt anscheinend keine Ausnahme. Fick dich. Hallo Mega Man. Mega Trottel, so, danke. Slide. Oh. Okay. Festhängen kann ich da nicht. Glücklicherweise hat er mir wieder was gegeben. Okay, bin voll. Wo war das Problem, wollte ich sagen. Ja, das Problem ist, dass die Pinguinmaschine viel zu viel aushält. Beziehungsweise ich da schlussendlich auch mal eine andere Waffe für einsetzen sollte. Und natürlich nochmal, hier bin ich gestorben. Und wir machen das Ganze natürlich noch nerviger, indem wir noch so ein Flatter-Ding kommen lassen. Oh. So, wie sieht's aus, Kollege? Jetzt ein Checkpoint? Was hältst du davon, hä? Wasser? Wasser. Okay. Ja, da dachten sie sich so, naja, bei so einer asozialen Stelle, da können wir auch mal ein Checkpoint geben. Was erwartest du jetzt hier von mir? Ich habe keine Ahnung. Was kann ich denn, wenn ich slide? Ich komme nicht so hoch. Leute, ich komme nicht so hoch. Und kann ich denn irgendwie schwimmen oder so, dass ich zwischendurch noch mal hoch kann? Nö. Ja. Und wieder mal gibt es kein Ende, weil ich etwas nicht habe. Was ist das hier? Das ist schon Mega Man 3, oder? Ich spiele jetzt keinen unfertigen Hack von irgendeinem Zuschauer, oder? What the fuck? Okay, Magnet Stage, Magnetgegner. Immerhin. Das Level weiß schon mal, was es will. Okay, die sind jetzt... Ich habe wieder nicht gespeichert. Die Level, die Gegner sind jetzt nicht so gefährlich. Deswegen bin ich auch gerade gestorben, nicht wahr? Fuck! Das ist ja Wahnsinn, ey. Okay, so, wir speichern. Und schauen mal, ob wir den jetzt hier vielleicht mal schaffen.
Ah, es ist so dumm. Man kann mit ihnen arbeiten, es kann aber auch extrem nach hinten losgehen. Was haben wir hier? Wieder Proto Man. Oder wie auch immer du heißt. Oh, du kämpfst jetzt gegen mich. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn wir jetzt mal an die andere Stage denken. Weil bist du Proto Man Fake? Kann ich dich überhaupt besiegen? Ich sehe jetzt hier spontan keine Anzeige bei dir, alles klar. Hättest mir mal ruhig ein bisschen Leben oder so geben können. Oh nein. Natürlich überlebst du. Ich finde es so abfuck. Ich kann es immer wieder sagen. Wenn die Scheiße zweimal hintereinander kommt. Oh mein Gott. Oh nein. Na, oh Gott. Ich hab dann Insta-Death, wenn ich dagegen komme. Aber gut, ich bin so tot, also. Habe ich einen Check? Nein. Okay. Neuladen. Gut, war jetzt nicht so schwierig, aber Gott, die Stages kommen mir so unglaublich lang vor. Ach, die, ich komme gar nicht bis nach ganz oben, ne? So Schaden machen die auf jeden Fall nicht. War der nicht sogar hier schon? Ja, zumal... Ich wollte gerade sagen, kann ich ihn umgehen? Nee, 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 nee. Der hilft mir ja, nachdem ich ihn besiegt habe. Weil einfach du stehen kannst mich mal. Definitiv weniger Schaden genommen. Aber keine Sorge, dafür haben wir ja noch andere Gegner, die mich zu Tode nerven können. So. Ja, es war halt echt nicht viel, ne? Fuck you. Okay. So, was kommt jetzt? Ach, shit. Hätte ich mich aufladen können, wenn ich es gewusst hätte. Oh, nein. Ihr verdammten Hurensöhne. Oh. Es ist extrem verwirrend, wenn die so verstreut kommen. Okay, okay, so. Natürlich nochmal, weil wir müssen alles doppelt und dreifach hintereinander machen. Okay, wir haben die beiden, dann haben wir den da und den da. Okay, so, darauf. Nee, das reicht doch gar nicht. Hä? Da muss ich rauf. Aber es ist natürlich etwas schwierig, wenn man rechts noch angesogen wird, hä? Zack. Nee, nee, da hätte ich noch länger warten müssen. Ja. Okay, aber wenigstens töten sie mich nicht. Das ist ja schon mal etwas. Mein Gott, das ist so schwierig, dagegen zu halten und gleichzeitig noch auf Springen zu achten. Ja, geil. Oh, unsichtbare Blöcke. Mein Gott, ich habe schon wieder einen Ständer. Deswegen ist es so unglaublich. Oh, oh, oh. Okay, geschafft. Nein, oh nein. Und jetzt, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's... richtig abfuck. Okay, erstmal angucken. Der da. Ne, es ist zu weit weg, oder? Oh mein Gott. Jetzt wollte ich mich auf den Block konzentrieren und habe dann vergessen, dass ich da angezogen werde. Aber immerhin ein Checkpoint. Natürlich vor dem ersten unsichtbaren Blöcken-Debakel. Ne, das ist ja logisch, dass wir das nochmal machen. Für den doppelten Abfuck. Da. Es fuckt mich. Das Spiel fuckt mich gerade extrem ab. Ne? Ich bin gerade schon wieder kurz davor. Und was heißt schon wieder? Ich sag immer, ich würde was zusammenschlagen, aber ich würde es nie tun. Aber so innerlich wünschte ich mir doch schon nicht. Keine Ahnung.
weiß nicht, ich hab grad, ich hab innere Aggression, definitiv. Wow, mein, und dann noch dieses Geräusch! Wum, 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 wum! Junge! Wie habe ich das eben gemacht? Ich habe keine Ahnung. So, irgendwie, ja, geil. Unsichtbare Blöcke. Oh, ich. Achso, ich komme ja nicht hoch. Oh, unsichtbare Blöcke. Geil. Oh, ja. Nein, ernsthaft jetzt, da ist die Folge um. Okay, der Versuch noch. Ach, scheiß drauf. Hat aber eh keinen Sinn. Ja doch. Ich will in dieser. Was ist denn. Was ist RC? Wo kommt der fucking Köter her? Warum habe ich den schon am Anfang? Okay. Wie krass ist denn der Köter? Der ist krass. Okay. Das ist interessant. Kann der denn... Okay, das ist geil. Hilft mir da jetzt auch nicht so großartig, oder? Ich hab's schon wieder vergessen, Leute, dass ich da noch gegenhalten muss. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Mega Man 3. Geil. Ja, wow. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir es mit unserem letzten Leben schaffen. Ansonsten gehe ich gleich direkt zum nächsten. Das fuckt mich zu sehr ab, ey. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.